Jo, Diggerfu am Mikro. Heute haben wir überhaupt gar keinen Bock zu kommentieren. Was ist denn los, Clint? Wir haben doch gar keinen Bock, oder? Nee, der Junge hat keinen Bock, der kriegt wieder nichts hin, ja. Ihr wisst ja gar nicht, wie das ist, wenn man mit dem kommentiert, Wir ja. sind voll. Gib's doch, sag's doch mal den Leuten, Also dass wir wir waren voll am sind. Lietzensee, ja, hier in Berlin, könnt ihr ja googeln oder so, wenn ihr nicht aus Berlin seid, haben wir ein paar Bierchen getrunken, ja, weil das Wetter so toll war. Ne? Zum Ein ersten Mal gab es wieder Frühling. paar, sagt er. Und, ja, ein paar. Ja, okay, der hat 10 getrunken, ich habe 3. So, jedenfalls, der ist wieder breit wie ein Amtsmann, oder wie man das sagt. Amtmann. Amtmann, ich sag mal Amtsmann. Ist ja egal, jedenfalls, der ist besoffen. Und deswegen geht da wieder nichts Ja, hin aber im du bist ganz Schnittprogramm. frisch, oder Ich was? bin mega frisch. Und deswegen wollte ich nur mal erklären, wie schwer das ist, mit diesem Typen mal einen Commentary manchmal zu kriegen. Es ist eine Qual. Eine Qual. Ja, aber ihr Ey. müsst auch mal dazu sagen, also du und Genom, dass ich bin Perfektionist, ja? Also ihr haut immer eure billigen Commentaries da raus, ja? Nein, ich diss euch ja jetzt nicht, aber die sind ja schon ganz gut, ja? Auch die Gameplays sind nicht schlecht und so, aber ich sag mal so, ich gebe mir da ein bisschen mehr Mühe. Ja, nee, Mühe heißt, dass er 50 Mal alles löscht und wieder von vorne anfängt, ja. Double Team Mowab, ja, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, kann ich es euch nur empfehlen, euch das nochmal reinzuziehen. Das ist Ich ein und schlechtes Digga Beispiel. saßen 7 Stunden, okay, ja, okay, da ging es darum, wie schneidet man das alles und so. Aber bei ihm dauert es immer ein bisschen länger. Nee, Meistens, egal, in nee, allen nee. Bereichen, egal worum es geht. Aber wir wollten ja nochmal erzählen, worum es bei dieser Mowab eigentlich nochmal geht. Und zwar geht es darum, ein Abonnent hat vorgeschlagen, macht nochmal eine Mowab, indem ihr nach jedem Kill die zwischen Primär- und Sekundärwaffe wechselt, Das ja? nenne ich Skip Skills. Das habt ihr im Intro gesehen. Genau, er nennt Skip Skills, ich nenne es Skip Primär-Sekundär-Waffenwechsel-Mowab, keine Ahnung. Auf jeden Fall, man sieht Dafür immer gibt es wieder mit keine der. Bezeichnung. Deswegen ist es ein Unikat auf YouTube. Ja, klar, sicher. Okay, wir haben hier die MP9 und die ACR, ja, Waffen ohne Recoil, damit kommt Digga ganz besonders gut klar. Laserwaffen. Damit kommst du gar nicht mehr klar, seitdem du wieder Black Ops 1 zockst, wa? Ich zock sowieso keine MW3 mehr und Black Ops 1 ist zehnmal besser als das Spiel hier, in meinen Augen. Aber nur zur Information. Ja, aber ich sag dir eins: Auf dieser Map schaffe ich eine Mob im Schlaf. Ja, Ist so. man weckt dich um 3 Uhr nachts. Ich sag nur, wenn Dicker dann so, weißt du, er guckt mich dann so mit großen Augen an, 3 Uhr nachts wecke ich ihn, er guckt mich mit großen Augen an und ich sag nur, voll Mob MW3. Er so, zack, springt aus dem Bett, zack. PlayStation an, zack, Pad in der Hand, vorhin sofort ausgewählt, Free for All, Portable Raider in die Ecke, zack, und goldene ACR und schon ist alles klar. Ich sag's immer so, ich hab's vorhin schon zu Clint gesagt, als er noch nüchtern war, habe ich zu ihm gesagt, pass mal auf, wenn Bayern oder Dortmund gegen irgendeine Mannschaft eine richtig geile Taktik hat, ja, um sie zu besiegen, warum sollte man sie beim nächsten Mal nicht auch wieder anwenden? Und wenn man dann so die Erfahrung gemacht hat, dass man jedes Mal 6 zu 0 gewinnt, warum sollte man nicht jedes Mal die gleiche Taktik anwenden? Und das gleiche mache ich hier im Free-for-All. Ich benutze einfach immer dieselbe Taktik und die klappt auch immer. Und wenn ihr sie kopiert, ich gebe euch meine Hand drauf, ich verwette meinen verfickten Schwanz darauf, dass ihr jedes Mal hier mindestens 30 zu 1 spielt. Das war ein Kraftausdruck, den wir bitte nicht gerne. Den habt ihr gerade überhört, ja. Das hat er gar nicht. Er hat nichts von seinem Piep da erzählt. Penis. Ja, okay, alles klar. Er hat nichts davon erzählt und na klar, ich meine, er hat jetzt Fürth als Beispiel gebracht, ja. Na klar, bei MW3 Hab spielen nicht ja. Fürth als Beispiel No, gebracht. Ich bei hab nur MW3 gesagt spielen ja auch 6-0 nur Fürth-Spieler gerade, ne? Weil alle anderen spielen Black Ops 2. Es ist klar, dass nur Fürth-Spieler unterwegs sind, dass du immer wieder die gleiche Taktik benutzt und es genau aufgeht, ja? Ich meine, wenn du heute gegen halbwegs vernünftige Spieler zocken würdest, würde das gar nicht klappen, gibst du mal zu. Ja, du bist ja auch immer noch der Meinung, dass jetzt alle Pro-Skiller, die sich so nennen, jetzt bei Black Ops 2 unterwegs sind. Das ist doch alles Bullshit, ja? Weil die meisten, auch in meiner Freundesliste, bei Dropshot Faker und auch bei Diggerfu, wenn ich da mal richtig reingucke, habe ich ein 80 zu 20 Verhältnis für MW3. Ja? Das heißt, alle Spieler spielen noch, die was von sich halten, nur noch MW3 und kein Black Ops 2 mehr. Also Was sagst Black du Ops dazu, 2, Clint? ich sag, dass Black Ops 2 Crap ist, heißt es einfach nur. Das wissen wir ja schon alle. Seit Ja. dem Tag 1. Aber ja, Noobs hin und her. Jedenfalls, die Taktik ist game. Nee, die Taktik ist nice. Nur weil du sie nicht kannst, heißt das noch lange nicht, dass sie gay ist, ja? Nee, ich könnte sie auch, aber wisst ihr was? Clint hat sowas wie Würde. Würde und Ehre habe ich, ja? Und das ist hier, hat er weder Würde noch Ehre, also kann ich so nicht spielen. Und da ist auch schon die Ich Mauer. bin Mauer.
Ich verdammt, bin einfach er hat es wirklich geschafft, immer hin und her zu wechseln. Der guck mal, was ist denn das hier? Du kannst da durchschießen. Du hast gesagt, man, da kann man nicht durchschießen durch die Treppe, wenn der andere hochkommt. Nee, auf die andere Seite kannst du nicht durchschießen. Achso, auf die andere Seite kannst du nicht durchschießen. Geiler Bug. Man kann also hier von der Seite nicht auf die Treppe durchschießen. Aber ich wollte nochmal dazu sagen, ich bin einfach abonnentenfreundlich. Wenn die was sagen, was ich erspielen soll, dann mache ich das auch, verstehst du? Und okay. Du lehnst dich einfach zurück. Hey, ich bin auch kommst hierher, gehst ans Mikro ran, verstehst du? Und denkst, durch ein Commentary wirst du jetzt zum Star oder was? Ich weiß nicht, was du für Drogen nimmst. Aber ich bin auch Abonnent von uns selbst, ja? Also schlage ich vor, Digga, beim nächsten Mal machst du eine Desert Eagle Mowab im Free for All. Seid ihr auch dafür? Bitte liken in den Kommentaren und sagen, Digga muss eine Desert Eagle Mowab machen. Egal ob Akimbo oder nicht. Ja, ihr könnt von mir aus jetzt liken, aber bitte ein Dislike für Clint reinpacken. Nee, liken für das Video und liken dafür, dass Digga eine Desert Eagle Mowab schaffen muss. Weil er hält sich ja für den Free for All Gott in MW3. Bitte gebt ihm doch mal eine richtige Herausforderung, meine lieben Abonnenten, und sagt ihm, dass er seine Desert Eagle Mowab schaffen muss. Was machst du in der Zeit? Was machst du? Ich zock Black Ops 2. Aber wolltest du nicht mal irgendwie Tomb Raider Let's Playen? Oder irgendwie, was hast du noch geschockt? Ich wollte nämlich Bioshock, deswegen komme ich auf Zocken, Schocken. Hast du es nicht geschockt? Ich hab's geschockt, ja. Ich hab's gezockt, aber ich bin noch nicht zu Ende gekommen, weil ich war noch beschäftigt mit anderen Sachen im Real Life, so weißt du? Mit weiblichen Wesen? Rolligen weiblichen Wesen? Man munkelt. Okay. Also, das war's auch von uns. Und Digga, war das jetzt ein Flawless eigentlich? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Es war ein Flawless, aber es war ein Crap-Commentary. Nee, es war ein super Commentary. Alles klar, Leute, bis dann. Okay, ciao.